Es funkelt und glitzert im Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden. Für den 49. Ball des Sports tauschten Deutschlands erfolgreichste Sportler ihre Sportkleidung gegen glamouröse Abendgarderobe. Während für Topmodel Lina Gerke der Red Carpet schon fast wie ein zweites Zuhause ist, hat es für die meisten an diesem Abend doch Seltenheitswert. Der Ball des Sports ist die größte Veranstaltung im Sportbereich, die wir eigentlich das ganze Jahr über haben. Und es ist einfach super toll zu sehen, was für interessante Persönlichkeiten man hier einfach immer wieder trifft. Das Motto des Abends war unverkennbar. Es sollte der Ball der Bälle werden. Also für mich ist das Besondere, dass ich viele, viele Jahre als ZDF-Chefreporter hier nicht hergehen konnte, weil ich abends für das aktuelle Sportstudio ein Bundesligaspiel übertragen habe. Und als ich aufgehört habe vor 8 Jahren, habe ich gesagt, dann komme ich. Dann habe ich Zeit, mit den ganzen Olympiasiegern, Weltmeistern mich zu unterhalten. Und das in einer relaxten Atmosphäre, ohne Mikrofon. Und das finde ich wunderbar. Nach dem Eröffnungstanz lud eine große Erlebniswelt mit zahlreichen Sportaktivstationen zum Flanieren. So konnte man sein Geschick beim Tischkickern oder bei einem Carrera-Bahnrennen testen. Treffsicherheit war am Schießstand und bei der Handball-Dart-Challenge gefragt. Oder eben einfach mal abhängen, wie die Turnweltmeister an den Ringen. Für genügend Energie und wahrhafte Gaumenfreuden sorgten die TV-Köche Nelson Müller und Johann Lafer, die etwas ganz Besonderes verbindet. Weil zu der Zeit, als ich angefangen habe, weil er hatte mit 2 Michelin-Sternen und Fernsehen und TV, er war die Ikone und ist immer noch, er ist eine Koryphäe und ein Grund, wirklich der Grund, warum ich diese Energie haben wollte, also da auch mitmachen, also das machen wollte. Ich habe keine Worte dazu. Ich meine, wir mögen uns, das ist ja das Wichtigste. Und ich glaube, ich habe immer gesagt, und das sage ich jetzt hier gerne auch mal in der Öffentlichkeit, es gibt ja viele, viele Köche, aber es gibt kaum Köche, die beides verbinden können, nämlich öffentliche Auftritte mit inhaltlichem Können. Bis in die frühen Morgenstunden wurde noch munter getanzt, geschlemmt und gefeiert. Denn wer auf den Ball des Sports geht, muss viel Ausdauer mitbringen, weiß auch Rolf Töpperwien. Es ist 12:05 und ich gehe seit ungefähr 15 Jahren auf den Ball des Sports und vor 4 Uhr habe ich dieses Etablissement nie verlassen. Erschöpft, aber in voller Vorfreude auf das nächste Jahr ging es dann für die 2000 Gäste aus Sport, Politik und Medien nach Hause.